Wer sich im Netz bewegt oder kulturschaffend ist oder sich irgendwie mit kreativen Prozessen beschäftigt, der hat natürlich mitbekommen, dass überall und zu jeder Zeit über das Urheberrecht geredet wird. Aber dennoch, glaube ich, kann es nicht schaden, nochmal so zu erklären, warum man eigentlich darüber redet, wo so die Konfliktlinien laufen, warum das Urheberrecht vielleicht für das Internet und die Digitalisierung und die Vernetzung in der Welt angepasst werden muss. Und deswegen ist es schön, dass wir jetzt hier haben Matthias Spielkamp, Journalist und Mitmacher, Mitinitiator von iRights.info, ja, sehr empfehlenswerten Portal, das sich zur Mission gemacht hat, das Urheberrecht und die Auswirkungen auf unser aller Alltag, sagen wir mal, praktisch zu erklären und da ein bisschen Licht ins Schatten zu bringen. Herzlich willkommen. Danke. Matthias, wir reden immer über das Urheberrecht und das Internet und dass da irgendwas getan werden muss. Warum muss man sich darüber Gedanken machen, das Urheberrecht, so wie es heute in Deutschland und dann vielleicht auch in der Welt existiert, zu reformieren? Das liegt schlicht und ergreifend an der Digitalisierung, die für uns alle selbstverständlicher Teil des Alltags geworden ist, schon relativ lange. Aber man muss sich eben klar machen, dass das für diese Fragen, die mit dem Urheberrecht zu tun haben, eine ganz entscheidende Rolle spielt und einen ganz großen Unterschied macht. Früher war es so, dass im Grunde mit Urheberrecht die Urheber selber was zu tun hatten, also zum Beispiel ein Schriftsteller oder ein Filmemacher oder so jemand, und auf der anderen Seite diejenigen, die diese Dinge dann verwertet haben, die Verlage, die Musiklabels und so weiter. Und als Nutzer, als Leser, Nutzer hat man ja zu der Zeit einfach auch noch gar nicht gesagt, sondern als Leser, als Zuschauer, als Zuhörer hatte man nichts damit zu tun, denn diese Nutzungshandlungen, ein Buch zu lesen, die sind nicht durchs Urheberrecht reguliert. Da gibt es keine Einschränkungen. Natürlich darf ich ein Buch lesen, was irgendwo auf dem Markt ist. Ich darf es auch verkaufen, ich darf es auch wegwerfen und so weiter und so fort. Und in der Digitalisierung ist es dann aber so gekommen, oder mit der Digitalisierung ist es so gekommen, dass ganz viele Dinge auf einmal relevant wurden, auch für den, ja, Endnutzer. Nehmen wir zum Beispiel mal dieses Beispiel Privatkopie. Man durfte schon seit sehr langer Zeit sich private Kopien machen von zum Beispiel Musikaufnahmen. Also man hat eine LP gekauft und die hat man dann auf eine Kassette überspielt. Und wenn man das für die Freundin gemacht hat, den Bruder, die Eltern oder wen auch immer, dann war das auch kein Problem. War das legal? Dann, ja. Genau, ja. Und das ist auch heute noch so, nur ist der Unterschied eben, dass das in einem viel größeren Ausmaß gemacht werden kann und es kann ohne Qualitätsverlust gemacht werden. Das heißt, früher, wenn man dann von einer Kassette nochmal eine Kassette aufgenommen hat und dergleichen mehr, dann war das natürlich ein großer Qualitätsverlust und es hat vor allen Dingen in der Masse nicht so einen großen Unterschied gemacht. Und heute ist eine Situation entstanden, in der im Grunde genommen, dass die Kopie das Original substituieren kann, also ersetzen kann und viele Leute das eben auch so nutzen. Und dadurch kommt ein ganz großes Konfliktpotenzial natürlich da rein. Also wenn man sich das früher vorstellt, man hat eine Kassette kopiert und ich habe dir die Kassette gegeben und du hast dann vielleicht an einen Freund sie weitergereicht, man hat eine Privatkopie gemacht und sie unter Freunden weitergereicht, das war okay. Heute macht man eine Privatkopie, reicht sie auch unter Freunden weiter, aber das ist dann auf einmal in der Tauschbörse nicht mit 5, zwischen denen man das austauscht, sondern mit 5 Millionen oder 10 Millionen oder noch mehr. Das ist ein qualitativer Unterschied. Genau, und da wird natürlich auch zu Recht die Frage gestellt, ob das eigentlich noch der Sinn dieser Privatkopieregelung war und ob es nicht verboten sein müsste. Und dann sind eben Gesetze auch entsprechend geändert worden und es ist eben gesagt worden, das ist eine öffentliche Zugänglichmachung, die dann wiederum eben nicht einfach eine private Nutzung ist, sondern da wird gesagt, da wird etwas öffentlich zugänglich gemacht und dafür muss man eigentlich eine Lizenz haben des Rechteinhabers, was meistens nicht der Urheber ist, sondern dann zum Beispiel das Musiklabel. Und wenn es dann Strafandrohungen gibt und dann gibt es Abmahnungen und dann wird das verfolgt durch Juristen, dann ist das natürlich ganz schnell ein Thema, das tatsächlich auch viele Menschen betrifft und bewegt. Und dadurch kommt das Urheberrecht so in die Diskussion. Genau, also Privatkopie ist so das eine. Wo betrifft so Otto Normal, Kulturgut, Konsument, wo betrifft ihn das noch? Überall. Das ist ja gerade das Interessante. Und man ist sich nicht richtig im Klaren darüber, weil man da nicht so drauf schaut. Wenn ich bei Facebook ein Foto, also ich finde im Netz ein Foto, das gefällt mir, und dann lade ich das bei Facebook hoch. Also ich verlinke nicht einfach nur da drauf, sondern ich lade das da hoch, zum Beispiel in meine Sammlung von Bildern. Dann ist das in den meisten Fällen eine Urheberrechtsverletzung. Weil das nämlich bedeutet, dass ich von demjenigen, der das Foto gemacht hat, oder der, sagen wir mal, das
Das muss dann wie immer auch nicht unbedingt der Urheber selber sein. Es kann auch etwa die Fotoagentur sein. Also zum Beispiel dpa hat einen Fotografen, der macht ein Bild, das steht dann bei Spiegel Online. Dieses Bild finde ich ganz toll. Dann lade ich mir das runter auf meinen Computer und lade es wiederum hoch, entweder in mein eigenes Weblog oder ich stelle es eben bei Facebook ein. Ich habe nicht die Erlaubnis dazu. Das ist eine urheberrechtlich geregelte Nutzungshandlung, aber das ist den meisten Leuten eben einfach überhaupt nicht klar. Und wir merken das jetzt bei iRights an den Anfragen, die wir bekommen. Da schreibt jemand eine Mail und sagt, ich möchte gerne Filme aus dem Fernsehen aufnehmen, digital natürlich heutzutage alles, ist ja problemlos, in hervorragender Qualität, und dann möchte ich da zum Beispiel die Werbung rausschneiden und das auf DVD brennen und dann möchte ich das verkaufen. Habe ich damit ein Problem? Und dann denkt jemand wie ich, wie kann man denn so eine dämliche Frage stellen? Natürlich ist das ein Problem, man darf das nicht. Ne? Aber es ist so, dass die meisten Normalnutzer sich über solche Dinge keine Gedanken machen und bisher nie machen mussten, weil sie die Möglichkeiten ja gar nicht hatten. Also früher, wer hätte denn Sachen auf VHS aufgenommen oder noch früher mit der Super-8-Kamera vom Fernsehapparat abgefilmt und dann versucht, das zu verkaufen? Das ging halt gar nicht. Durch die Digitalisierung gibt es irrsinnig viele Möglichkeiten, neu mit Inhalten umzugehen. Das sind zwar schöne Beispiele, die jeder nachvollziehen kann. Ich will noch mal vielleicht ein, zwei noch dazu machen, damit man mal so die ganze Bandbreite vor Augen hat, wo dieses Urheberrecht heute für die Menschen eine Rolle spielt. Das ist die Musik, die offensichtlich ohne Verlust kopiert werden kann und getauscht werden kann mit so vielen Leuten wie nie zuvor. Mhm. Das ist Filme, ja, die man halt in super Qualität aufnimmt und dann eben vielleicht sogar verkaufen will, auf Brand oder so. Wie ist das mit so anderen Kulturprodukten wie Büchern, Texten? Wo kollidiert da noch so der Alltag der Leute heute mit dem, was tatsächlich Urheberrecht und Gesetz ist? Wenn wir das Beispiel Bücher nehmen, dann ist das, finde ich persönlich, ganz besonders spannendes Beispiel, weil jetzt ja gerade in Deutschland die E-Book-Begeisterung so richtig anfängt. Also das gab es zwar letztes und vorletztes Jahr auch schon, aber man hat so den Eindruck, es wird wirklich von Jahr zu Jahr mehr. Und dann stellt man fest, dass zum Beispiel viele Verlage Angst haben vor Urheberrechtsverletzungen. Das heißt, sie sagen, sie wollen verhindern, dass ihre Bücher, die dann digital als E-Book vorliegen, ohne ihre Einwilligung weiter verbreitet werden. Wie das dann eben mit Musik und Filmen auch so wäre. Und was sie dann aber tun, und das ist natürlich das Schwierige daran, sie bringen Beschränkungen in diese E-Books, auf diese E-Books, wie man das immer nennen will, die die Nutzung dann sehr schwierig machen. Zum Beispiel durch sogenanntes Digital Rights Management. Das bedeutet, das E-Book ist nochmal verpackt in so eine Art Container und dieser Container sorgt dafür, dass ich das nur auf bestimmten Geräten angucken darf und nur mit einer bestimmten Software öffnen darf. Und da gibt es dann konkurrierende Produkte. Da gibt es eine Software von Amazon, da gibt es eine Software von Adobe und dann gibt es noch eine Software von ich weiß nicht wem. Und dann kann es einem passieren, dass man Geld ausgibt. Man bezahlt dann ja nicht wenig Geld für solche E-Books. Die werden ja nicht für einen Euro verkauft, sondern unter Umständen zahlt man 15 Euro für ein E-Book. Und dann kauft man sich später, man hat jetzt ein Kindle und dann kauft man sich aber später ein iPad und dann will man das auf dem iPad lesen. Und dann kann es dazu führen, dieses digitale Rechtemanagement, also diese Art von Kopierschutz, dass ich das auf diesem Gerät dann nicht mehr angucken kann. Ich habe Geld dafür bezahlt, ich habe das legal erworben und so weiter und so fort und trotzdem bekomme ich diese Probleme. Und ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass ich jetzt ein überbordendes Verständnis für die Verlage habe. Ich glaube, dass sie da ganz schlechte Entscheidungen treffen, wenn es um ihr eigenes Geschäftsmodell geht und darum, wie viel solcher Bücher sie verkaufen können und wie zufrieden sie ihre Nutzer machen. Aber man muss einfach auch anerkennen, dass die wirklich Angst haben davor, dass ihnen das Gleiche passiert wie der Musikindustrie. Ich denke eben, wie gesagt, dass sie damit anders umgehen sollten, also von Anfang an Angebote machen, die es ermöglichen, die Sachen legal und einfach und preiswert zu kaufen. Und dann sieht man ja, dass es in der Musik dann auch ganz gut funktioniert. Und die Verlagsbranche sagt ständig zum Beispiel, sie wollen nicht die gleichen Fehler machen wie die Musikindustrie, machen sie aber zu einem großen Teil. Das Muster, was ja dahinter steht, ist, da gibt es Leute, die haben bisher, oder Unternehmen, die haben bisher damit Geld verdient, dass sie Werke verkaufen. CDs, digitale Werke. Das wird natürlich jetzt immer schwieriger, wenn die Konkurrenz ist umsonst im Internet. Die Musikindustrie hat es am Anfang genauso gemacht wie die E-Books jetzt mit Kopierschutz und digitales Rechtemanagement. Das ist alles weg, mehr oder weniger. Die CDs kann man reinschieben, überall, werden überall gespielt, kann man überall auslesen. Und die Musikindustrie fährt damit nicht schlecht. So, die haben ganz gute Verkäufe, die haben gute Ideen gehabt, wie sie ohne Beschränkung mit ihren Dateien trotzdem Geschäfte machen können.
Das ist ja, warum fällt das den anderen Industrien, Film und Buch, so schwer, auf denselben Zug zu springen und zu sagen, das soll frei sein, wir können trotzdem Geld verdienen, aber wir gängeln unsere Nutzer nicht damit, dass sie das nur und da so benutzen können und nicht da und nur so lange? Es gibt unterschiedliche Gründe und nehmen wir mal die Filmindustrie, da ist auch ein Grund, dass Filme zu produzieren einfach unvergleichbar viel teurer ist, als jetzt Musik zu produzieren. Und Musik produzieren war früher auch sehr teuer, aber natürlich nie so teuer, wie wenn man einen Blockbuster oder so produzieren will. Und dann hat die Filmindustrie zum Beispiel das Problem, oder was heißt das Problem? Die haben das Geschäftsmodell einer sogenannten kaskadierenden Verwertung. Das heißt, der Film kommt erstmal ins Kino. Dann anschließend wird er entweder auf DVD, für DVD lizenziert oder zum Beispiel für Pay-TV. Und erst später und dann vielleicht nochmal für Flugzeuge und so weiter und so fort, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und erst nach einer Zeit kommt er dann kostenlos im Free-TV. Und über diese ganze Kaskade muss sich das eben so amortisieren, die Investition. Und wenn die natürlich jetzt die Situation haben, dass ein Film ins Kino kommt und praktisch zur gleichen Zeit irgendwo in der Tauschbörse zur Verfügung steht, dann befürchten die, auch zum Teil ja nicht zu Unrecht, dass ihr Geschäftsmodell da kaputt geht davon. Ne? Gut, das ist natürlich auch das Wesen dieser ganzen Digitalisierung, dass eben Geschäftsmodelle kaputt gehen und neue entstehen. Ich würde nur noch gerne mal zurückkommen zu diesem Konflikt der Nutzer im Alltag. Wir haben eben gesprochen über, sag mal, Konsumieren. Ja? Bücher, Filme, Musik. Jetzt ist es aber auch so, dass eben diese digitale Technik immer mehr Leute dazu befähigt, zu produzieren. Also nicht mehr nur die großen Künstler, sondern jeder kann Filme schneiden, Musik machen, wird immer einfacher. Wo kollidiert da, sagen wir mal, die Praxis der Alltagsproduzenten mit dem Urheberrecht? Das kollidiert dort, wo die Leute eben ähnlich wie bei der Nutzung auch einfach nicht darüber Bescheid wissen, was sie dürfen und zum Teil sich auch nicht dafür interessieren, keine Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Aber zum Teil man eben auch sagen muss, dass die Regeln sehr, sehr strikt sind und vielleicht auch einer digitalisierten Welt nicht mehr angemessen. Es ist natürlich nicht unbedingt gut, immer nur mit solchen Extrembeispielen zu argumentieren, aber sie verdeutlichen ja doch etwas. Es gibt diesen berühmt gewordenen Fall, da hat eine Mutter ihr tanzendes Kind, das tanzte auf dem Sofa rum, also so ein Kleinkind, keine Ahnung, ein Jahr alt oder so, konnte gerade laufen und hüpfte da so ein bisschen zur Musik auf dem Sofa rum. Das hat sie mit der Videokamera aufgenommen, hat es bei YouTube hochgeladen. Und dann ist sie abgemahnt worden dafür, weil da Musik von Prince im Hintergrund lief. Grauenhafte Tonqualität, das war einfach so ein Heimvideo. Und natürlich hat sich diese Frau niemals Gedanken darüber gemacht, dass sie ein Urheberrecht Verstoß begehen könnte durch so etwas. Wie gesagt, das ist ein Extremfall und der hat auch dann entsprechend für schlechte Publicity gesorgt, für diejenigen, die das eben verfolgt haben. Es gibt eben andere Fälle, bei denen man sagen muss, ja, da haben natürlich auch die Urheber ein berechtigtes Interesse dran, dass sie zum Beispiel auch Geld dafür erhalten, dass ihre Werke genutzt werden. Aber die große Schwierigkeit liegt darin, dass ganz viel von dem Material, was man heute hauptsächlich eben im Internet findet, was digital vorliegt und damit auch weiterverwertet werden kann, auf eine ganz einfache Art und Weise, mit einem Schnittcomputer auf dem PC für ganz wenig Geld, oder das ist sogar schon dabei, wenn man den Computer kauft, dass dieses Material zur Verfügung steht und dass die Leute dann auch damit arbeiten. Sie haben das Material, sie haben die Möglichkeiten, also nutzen sie auch. Und dann ist es eben schwierig für sie zu erkennen, hoppla, da tue ich jetzt was, was vielleicht gar nicht rechtens ist. Das ist ja so auch ein wichtiger Punkt, der jetzt bei dir öfter durchklingt. Wie würdest du denn das Problembewusstsein der normalen Menschen, Nicht-Juristen, beurteilen, die sich Musik runterladen, die Videos hochladen, Fotos runterladen, veröffentlichen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich, das Problembewusstsein. Es gibt zwei gegenläufige Tendenzen. Ich sage schon immer, auch durch eigene Erfahrung mit unserem Magazin, bei dem wir Anfragen bekommen und so weiter, und ich diskutiere ja viel darüber mit anderen Menschen, ich sage schon ganz klar, dass die meisten Leute sich über viele Dinge, die im Urheberrecht wichtig sind, auch bei ihrer eigenen Nutzung nicht wirklich im Klaren sind. Also was sie da dürfen und was sie da nicht dürfen. Von den Rechteverwertern der Musikindustrie, der Filmindustrie werden immer wieder Beispiele gebracht, dass sie Studien machen, in denen dann zum Beispiel gesagt wird oder festgestellt wird, die Leute sind sich schon darüber im Klaren, dass sie etwas Unrechtmäßiges tun, wenn sie zum Beispiel
Musik im Internet zum Tauschen anbieten oder dergleichen. Und das sind aber zwei unterschiedliche Dinge, weil nämlich auf der anderen Seite Leute auch häufig heute den Eindruck bekommen, sie tun etwas, was sie gar nicht machen dürfen, obwohl das völlig in Ordnung ist. Nehmen wir dieses Beispiel Privatkopie. Wie oft bin ich schon gefragt worden oder wie oft ist mir schon gesagt worden, ja, ich habe die CD gebrannt, ich meine, ich weiß, dass man das eigentlich nicht darf. Doch, selbstverständlich darf man das. Wenn man das an Freunde und Bekannte, also an Freunde und Familie und so weiter weitergibt, dann darf man das. Es werden aber Kampagnen gemacht, wie Raubkopierer sind Verbrecher oder wie das damals hieß, bei denen ganz gezielt, also wirklich ganz gezielt, der Eindruck erweckt wird, dass bestimmte Handlungen, die legal sind, nicht legal seien, damit eben so ein bestimmtes Problembewusstsein entsteht, das dann weit übers Ziel hinausschießt. Ich glaube nicht, dass Leute, die zum Beispiel Filme sich aus dem Netz runterladen und die dann zum Beispiel weiter anbieten selber, jetzt in großem Maße, die bieten dann tausende von Filmen in der Tauschbörse oder sowas an, dass die nicht den Eindruck haben, hoppla, ich mache hier was, was vielleicht nicht so astrein sein könnte. Aber das sind zwei Seiten derselben Medaille. Und gerade wenn es um die eigene Produktion geht, bin ich wirklich der Ansicht, dass den meisten Leuten die Probleme nicht klar sind. Große Filmfirmen, Musikfirmen, Fernsehsender haben riesige Abteilungen mit Juristen, die nichts anderes machen als die sogenannte Rechteklärung. Das heißt, die versuchen herauszufinden, was sie wann, in welchem Zusammenhang, wie und für wie viel Geld nutzen dürfen. Und da erwartet man, dass der normale Videobegeisterte, der auf seinem PC was schneidet, dass der sich über all diese Regeln im Klaren ist. Das ist absurd. Jetzt hast du ein paar Beispiele genannt, wie das für die Nutzung von digitalen vernetzten Medien ist, wie das für die Produktion ist. Denke ich, ist es klar geworden, dass sich das reibt und dass das, was heute im Urheberrecht steht, da häufig ja, missachtet wird, häufig vielleicht aus Unwissenheit, vielleicht aus Vorsatz, aus Gewohnheit, weil es so leicht ist. Es ist so ein bisschen angeklungen, dass Kulturproduktion letztlich auch behindert wird, weil sehr viele Ressourcen reinfließen müssen in Rechteklärung. Man darf ganz viele Sachen nicht, die man eigentlich könnte. Wie ist denn so deine Vision von einem internetgerechten Urheberrecht? Das ist natürlich die 1-Million-Dollar-Frage. Und da diesen ja, gordischen Knoten zu durchschlagen mit einem Schwerthieb, das wird auf keinen Fall gelingen. Die Vision geht in die Richtung zu sagen, wir müssen mehr darauf achten, dass insgesamt das Urheberrecht wieder dazu genutzt wird, um gesellschaftlich einen Mehrwert zu erzeugen. Das heißt, man müsste das Urheberrecht so umbauen, das ist natürlich jetzt sehr abstrakt, aber man muss das Urheberrecht so umbauen, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass die Urheber und auch die Verwerter nachher ganz massive Ausschließlichkeitsrechte haben. Das bedeutet, dass sie anderen verbieten dürfen, etwas zu nutzen. Das hört sich dann gleich so an, als würden die Urheber jetzt noch mehr entrechtet und sie sind ja jetzt im Moment schon in so einer schwierigen Situation. Aber das Problem ist einfach, dass gerade in dieser Diskussion über das Urheberrecht die Urheber viel zu kurz kommen. Die Urheber müssen in ganz vielen Fällen ihre Rechte an Verwerter abtreten. Also Musiker an ein Label. Musiker an ein Label, Drehbuchautoren an die Filmfirma, Journalisten an die Zeitung und so weiter. Die geben ihre Rechte weg und davon, dass das Urheberrecht dann zum Beispiel strenger wird oder verschärft wird, wie es dann immer heißt, haben in den meisten Fällen die Verwerter was, die Urheber selber nicht mehr. Die sind in einer schlechten Verhandlungsposition. Das Urheberrecht hilft ihnen relativ wenig dabei, gegenüber den Verwertern bessere Konditionen durchzusetzen. Und wenn man jetzt aber insgesamt die Ausschließlichkeitsrechte, sagen wir mal, abschwächen würde, dann würde das nicht unbedingt bedeuten, dass die Urheber oder auch die Verwerter in einer schlechteren Position sind hinterher, denn man kann das mit Vergütungsansprüchen kombinieren. Das heißt, die Leute dürfen etwas, müssen aber dafür bezahlen. Und wie sie dann dafür bezahlen, das könnte man zum Beispiel wiederum über sogenannte Vergütungsgesellschaften machen. Das heißt, es werden Pauschalabgaben bezahlt. Damit meine ich jetzt nicht gleich die Kulturflatrate, sondern ich möchte eine Musikaufnahme nutzen, nicht kommerziell, für mein Video, was ich produziere. Das bleibt aber nicht privat, weil ich es bei YouTube hochlade. Wenn ich es bei YouTube hochlade, ist es nicht mehr privat, es ist dann veröffentlicht. Da muss ich jetzt diese ganze Rechteklärung machen. In so einer Variante des Urheberrechts müsste man diese Rechteklärung nicht machen. Es wäre mir erlaubt, dieses Musikstück zu nutzen, weil es dieses Ausschließlichkeitsrecht nicht gibt. Das darf mir niemand verbieten, aber es muss dafür bezahlt werden.
Und dann kann es sein, dass ich entweder selber für sowas bezahle durch direkte Abgaben oder es kann eben auch durch Pauschalabgaben sein, dass zum Beispiel bestimmte, also die ganze Bevölkerung, die Leute, die einen Internetzugang haben, die Verbreiter wie YouTube und so weiter, dass die Abgaben bezahlen und dass die dann wiederum an Urheber und Verwerter ausgeschüttet werden. Jetzt, ja? Wir haben so ein Modell bei der Privatkopie. Da ist es auch so, dass irgendwann mal gesagt wurde, wir können die private Kopie nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand kontrollieren oder einschränken. Es ist unmöglich, das wirklich sinnvoll zu tun. Also zu sehen, wer hat welches Lied wie oft auf Kassette kopiert und wie viel Leuten weitergegeben und wie viel müsste der jetzt theoretisch eigentlich dafür bezahlen. Genau. So, und die müssten das alle dann einzeln lizenzieren bei dem Musiklabel und so weiter. Das ist nicht möglich und deswegen sind Verwertungsgesellschaften eingeführt worden und deswegen werden zum Beispiel Abgaben bezahlt auf Lehrmedien, auf ein CD-Rolling, auf ein DVD-Rolling und Kopierer. So weiter. Ja, und Kopierer. Und das wird nachher ausgeschüttet an die Urheber. Und sowas kann man sich dann in so einem Szenario auch vorstellen. Jetzt gibt es ja bei diesen Leuten, die die Rechte heute noch sehr monopolhaft innehaben, also Verlage, Musikindustrie, Filmindustrie, die mit deren Produkten man eigentlich nichts machen darf, ohne sie zu fragen, die sagen, ja, das ist unser geistiges Eigentum. Das haben wir ja geschaffen und wir haben die Rechte daran. Und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ah, Bürger XY darf damit aber eigentlich erstmal was machen oder der Hobbyfilmer sowieso darf das erstmal nutzen, dann ist das eine Enteignung. Dann wird uns geistiges Eigentum weggenommen. Wie ist deine Haltung dazu? Ja, dieser Begriff geistiges Eigentum ist sehr ambivalent. Einerseits ist er so prägnant und jeder glaubt sich, was darunter vorstellen zu können, aber viele haben dann auch eine falsche Vorstellung davon oder haben eine extreme Vorstellung davon. Du hast das Beispiel genannt, Verwerter. Verwerter haben überhaupt in dem Sinne kein geistiges Eigentum, also die können sich Nutzungsrechte erwerben, aber die haben nichts geschaffen. In Deutschland kann ein Urheber nur eine Person sein, nur ich kann ein Urheber sein, ein Fernsehsender kann kein Urheber sein. Der Witz da dran ist oder die Idee dahinter ist natürlich, dass nur ein Mensch irgendwas schaffen kann. Gut, aber dann nehmen wir dann die Urheber, die sagen, das ist mein geistiges Eigentum. Ich habe diesen Text gemacht, ich habe diesen Film gemacht, dieses Musikstück geschrieben, das ist mein geistiges Eigentum und nur ich darf darüber entscheiden, was damit passiert. Und wer mich nicht fragt, der darf damit gar nichts machen. Und das bleibt die nächsten 100 Jahre auch so. Was ist dein Problem mit dieser Haltung? Das Problem mit der Haltung ist, dass erstens das praktisch in Abrede stellt, dass diese Urheber, diese Kreativen natürlich selber auf ganz viel kreatives Schaffen zurückgegriffen haben, um das neu zu erzeugen. Jetzt kann man sagen, das ist nicht dasselbe. Es geht nicht darum, dass ich eine Kopie von irgendwas anfertige, sondern es geht darum, dass ich mich inspirieren lasse von diesen Dingen. Das ist im Prinzip auch nicht falsch. Nur das wird eben durch eine gesellschaftliche Praxis geändert. Das heißt, es gibt ja diesen Begriff von der Read-Write-Society, den Lawrence Lessig entwickelt hat, bei dem eben gesagt wird, heute wird gesellschaftlich mit Kreativität anders umgegangen. Es geht nicht mehr nur darum, sich inspirieren zu lassen und dann was völlig anderes zu machen, sondern es geht zum Beispiel auch darum, Sachen zu samplen. Das heißt, wirklich auch mit dem Material zu arbeiten, was vorliegt. Denn es geht heute. Und also das Original zu nehmen, anderes Original und noch ein drittes Original und dann ist das nicht Inspiration, sondern man hat was Neues zusammengebaut. Man hat was Neues geschaffen und man verwendet dafür aber wirklich das Original. Und dann sagen eben Verfechter von sehr starken Rechten an eben dem sogenannten geistigen Eigentum, ja, aber dieses Original darf eben nicht verwendet werden, ohne dass eine Lizenz dafür. Weil es sehr geistiges Eigentum ist. Ja. Aber warum ist das denn nicht so? Also intuitiv würde man sagen, ist doch so. Naja, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen. Das ist dieser berühmte Ausspruch, ist auch ganz interessant selber. Der wird dann mal Isaac Newton zugeschrieben, dann wird da anderen zugeschrieben, die vor ihm da waren, bis hin in die griechische Antike und so weiter. Ne? Und da kann man dann schon gleich dran sehen, hoppla, wessen geistiges Eigentum sogenanntes ist denn jetzt eigentlich dieser Ausspruch? Ne? Und so ist es eben insgesamt, dass wir uns darüber klar sein müssen, dass eine Gesellschaft, die sehr stark auf Innovation, kreativen Schaffen beruht, also deren Wohlstand auch darauf beruht, dass sie dieses geistige Eigentum nicht so stark mit diesen Ausschließlichkeitsrechten belegen kann, dass nachher niemand mehr was damit anfangen kann. Dieses Recht, was einem Urheber gewährt wird, dieses Ausschließlichkeitsrecht, das muss man einfach immer als Kompromiss verstehen. Die Gesellschaft verleiht dem Urheber ein Monopolrecht
über eine bestimmte Zeit. Diese Zeit ist sehr lang, das darf man auch nicht vergessen dabei, die währt bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, in der er bzw. dann eben seine Rechtsnachfolger, Erben und so weiter darüber bestimmen können, was damit gemacht wird. Und das ist eine sehr lange Zeit und das ist ein sehr, sehr starkes Ausschließlichkeitsrecht. Und das ist einfach kontraproduktiv geworden. Und da muss man sagen, es ist einfach im gesellschaftlichen Interesse, dass diese starke Ausschließlichkeit abgeschwächt wird. Und das muss der Urheber dann auch akzeptieren, weil das gesellschaftliche Interesse auch in seinem eigenen Interesse ist. Also diese ganz starre Extremposition, die hilft da einfach nicht weiter. Also im Sinne von Schaffung von Kultur, Schaffung von kulturellem Fortschritt, von Innovation, von neuem Wissen, das geht nicht ohne, dass man möglichst schnell dann auf die Werke anderer zurückgreift und sie eben mit neuen Techniken dann auch verwendet. Siehst du denn, das vielleicht so als abschließend, so einen kleinen Ausblick, siehst du denn, sagen wir mal, eine Tendenz dazu, dass das tatsächlich auch stattfindet, diese Reform des Urheberrechts hier in Deutschland, die da den Nutzern und der Allgemeinheit mehr Rechte an diesem geistigen Eigentum gewährt? Es ist noch nie so viel über das Urheberrecht diskutiert worden wie im Moment. Das hat in USA schon vor ungefähr 20 Jahren ungefähr angefangen, in Deutschland ein bisschen später, aber es hat noch nie so eine intensive Auseinandersetzung mit dem Urheberrecht gegeben, weil eben auch festgestellt wird, es führt ständig zu Problemen an allen Ecken und Enden. Das heißt, ich sehe schon die Möglichkeit, dass da etwas reformiert wird. Das Urheberrecht wird ständig reformiert. Wir sind jetzt im Moment gerade beim sogenannten dritten Korb. Das heißt, die dritte Stufe der Urheberrechtsreform findet gerade statt. Und die Frage ist nur, geht es in eine Richtung, mit der man zufrieden sein kann, wenn man so eine Haltung hat wie ich, zu sagen, es muss ein bisschen freier, ein bisschen experimenteller damit umgegangen werden. Ich sehe aber schon Chancen, weil mehr und mehr auch politische Parteien feststellen, dass es auch bei den Wählern einfach nicht mehr so ist, bei der Bevölkerung nicht mehr so ist, dass die diese sehr strikten Regelungen akzeptieren. Und die sich dann einfach inhaltlich auch mal damit beschäftigen und diese ganzen Probleme und Paradoxien auch erstmal verstehen. Denn es ist nicht so, dass jemand, der sich damit beschäftigt, dann erkennt, ach ja, das sind diese Spinner, die wollen das Urheberrecht abschaffen und es soll alles umsonst sein. Darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, das Urheberrecht abzuschaffen. Sondern wenn man sich damit beschäftigt, wird man feststellen, dass es ganz großes Konfliktpotenzial da gibt und dass man das aber eben unter Umständen auch durch Veränderungen vermindern kann. Also ich mache mir da schon Hoffnung, nur das ist ein langer, langer Prozess. Solche Gesetze, wenn die praktisch fundamental geändert werden sollen, das dauert Jahrzehnte. Na, dann werden wir es ja vielleicht noch öfter sehen. Kann ich mir vorstellen. Matthias, ganz herzlichen Dank für die Zeit und die Erläuterung. Gerne.